Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Secret of Mana 2, der deutschen Übersetzung von den G-Trends. Hallo Kill Bill. Hallo, heute ein bisschen leiser und ist halt. Leiser nicht unbedingt, aber er, nennen wir es, wir haben ihn per Walkie-Talkie zugeschalten. Und hallo Mary. Hallo. Da kommt jetzt die Mary vielleicht ein bisschen mehr raus, weil sie nicht ganz so leise oder herkommt. Yeah. Heute, die nächsten Parts wird quasi Mary mal ein bisschen mehr sprechen. Weniger sprechen, weil mich keiner versteht. Doch, man versteht dich gut. Ja, ist klar. Nein, doch, wirklich. Ja, okay. Doch, man hört dich gut. Du gibst dir gerade sehr viel Mühe. Okay, genau. Sehr schön. So, wir haben uns jetzt schon dafür entschieden, dass wir jetzt erstmal eine Runde mit der Schildkröte surfen gehen. Huch. Genau. Oh, ich bin erst seit einem Superball. Kennt ihr den noch? Ja. Der war toll. Okay. Hab schon mal geschaut. Hab mich immer gefragt, warum da keiner sagt schießen. Es scheint nie in den Regeln, dass der Ball nicht schießen kann. Ja. Aber naja. Naja, was soll's. Ich weiß gar nicht, wo der nächste Strand ist. Na, hier unten war. Ach so, du. Echt nicht? Also Strand. Zielgerichtet da drauf. Ich glaube, wir sind. Wir sind ein bisschen falsch. Nein, Strand ist aber unten irgendwo. Ich bin gespannt. Also und jetzt sagt Gasse oder so. Super, meine. Ich glaube, hier sind wir etwas falsch. Nee, ich glaube. Bergschlucht. Hier war Ende, glaube ich. Bergschlucht? Ja, oh. Hier war noch zusammengeflogen. Scheinbar. Ach, wisst ihr noch früher, ganz am Anfang, wie es hier so toll war? Noch mit den ganzen Synchronisationsfehlern. Genau, mit den verschiedenen Welten. Ist jetzt nicht mehr, oder? Was? Synchronisationsfehler. Nö, na, seitdem wir jetzt den Server benutzen. Ja. Jetzt haben wir andere Probleme, aber egal. Oh, ich sehe hier, ich habe im Hintergrund immer noch das Serverlog laufen. Da hat jemand einen ganz kreativen Namen gehabt. Er nannte sich einfach nur H. Also der Buchstabe H. Okay. Ah, mitten in der Tastatur. Weißt du was, mit in die Kanone, okay? Nein. Da drüben kommt kein Strand. Ja, stimmt. Hier sind ja die Minusfelder. Ja. Wir müssen zu der Golfinsel. Ach ja, wir haben uns doch auch zu dem Typi geschossen, oder? Ja. Ich hab das Gefühl, H ist total blöd. Der hat jetzt schon das dritte Mal sich mit dem Server verbunden. Der hat doch irgendwas vor. Ja, ich mal. Das ist der Typ, wegen dem wir immer fliegen. Ja, wir wollen nach Maya. Auf nach Maya. Auf jeden Fall. Maya ist irgendwo da hinten links, glaube ich. Gleich nach Milchstraße rechts. Ah, ja. Genau. Hinter Mond gleich links und dann immer der Nase nach. Genau. Auf nach Nimmerland. Direkt in das Haus. Nee, wir sind eigentlich ins Wasser gefallen. Dum-dum. Wie das aussieht, der Kübel. Willst du auch mal, oder? Das ist wunderschön. Ja, total. Ja. So. Strand. Ah ja, jetzt weiß ich wieder. Goldene Straße, kurz nach links und dann nach unten abbiegen. Richtig. So, jetzt haben wir einen richtigen Open-World-Titel inzwischen. Jetzt, wo man auch die Welt wirklich frei bereisen kann. Wird auch Zeit, oder? Ja, jetzt haben wir, Grand Theft Secret of Mana. Wie heißt der Typ? Da haben wir uns ja noch überlegt wegen der Umbenennung, ja? Genau, ach, das habe ich noch ins Forum geschrieben mit dem Buscaboo. Das Special fandest du gar nicht mal unbedingt so schlecht. Buscaboo. Wenn ich mich richtig daran erinnere, fand ich das voll gut. Hier, die Papaya-Flöte. Ja, Buscaboo. So. Ich hab's am Japanisch nochmal nachgeguckt, die heißt wirklich so, auch im Japanisch. Genau so heißt. Pyhyra-Flöte. Liest sich auch schwierig, hier zu landen. Nein. Der heißt Pyhyra-Pi eigentlich. Jetzt habe ich die Melodie nicht gehört. Ja. Das hört sich an wie der Prince of Persia. Das kommt bestimmt angewackelt, ja, genau. Jetzt kannst du mal voll abgehen, okay? Die Brille, voll geil. Ja. Ist auch unter Wasser unterwegs. So, Onkel, nimmst du uns mit, oder was? Wo fahren wir jetzt hin? Eiswelt, würde ich sagen. Eiswelt? Jo. Juhu, moin. Ich glaube nicht so ganz. Das ist eine einsame Insel, die hast du verpasst. Würde ich mal ansteuern, will mal drauf gucken. Da ist ein Strand da unten. Wollen wir uns die angucken, oder ist das? Nee, das ist doch die geheime einsame Insel mit dem Vulkan, oder? Nein, da ist kein Vulkan. Okay.
will nur mal reingucken, das ist eine ganz Mini-Insel. Ja, das interessiert mich jetzt allerdings auch. Insel des Vergessens. So grausam, dieses Gefühl. Oh. Insel. Ach. Dual Safe. Nein, ach, das, der tut ja einfach so, als ob man... Jetzt, was das hier für Insel ist? Von hier aus kommen wir dann hoch ins Mana-Land. Ganz, nachdem wir die 6 Bosse gemacht haben. Ah, okay. Also merken, wenn wir die 6 Bosse hier gemacht haben, dann müssen wir hier hin. Das ist sozusagen der Weg nach Hyrule. Nein. Sag mal, schreibt ihr hier nebenbei im Facebook, oder? Nein. Was? Ach nee, du hast mich ein paar Sachen gefragt, die ich dir nicht beantwortet habe, Kilby. Ja, ich hab gedacht, da bin ich aber ganz groß im Nicht-Reagieren. Das ist ganz groß. Ist das der Strand? Nein, das ist Eis. Aber es gibt am Rand... Eis? Weiter. Nee, du musst da weiter. Sieht Susanne dich auch. Ja, eben. Ach, das war durch die untergehende Sonne. Komm da weiter bei den Felsen, da musst du rein. Die dicke Schildkröte kommt. Nee, warte doch mal. Nee, aber ja. Wir düsen mal ringsrum. Ich weiß auf jeden Fall, dass da ein Berg in der Nähe war. Lass mich durch. Da leuchtet was. Ja, das ist ja da, wo wir hin müssen. Das ist das Ziel. Da kommen wir nicht durch. Oh mein Gott, wir sind zu fett. Pinkes Fett. Guck dich mal die Schildkröte an, die sieht voll cool aus. Die Shield. Ja. Da kommen wir auch nicht durch. Brauchen wir bestimmt noch erst sowas wie Atombomben. Nein, hier gibt es einen Anlegestrand, aber nur einen einzigen. Und du musst mal schauen, das war, ich glaube, in der Nähe des Berges irgendwo. Muss mal gucken. Hier links vielleicht irgendwo. Hier links, hier bei den da ist er. Wir haben gefunden. Ach, auch direkt bei irgendwelchen Iglos. Nehme ich mal an. Genau. Schnell weg hier. Vielleicht sehen wir ja einen Weihnachtsmann. Das wäre toll. Ja. In Elrond. Im ersten Teil, ne? Im ersten Teil war es ja auch so. Schnell rein hier. Oh, mein Akku ist fast leer. Toll! Kaufen! Oh ja, da klingt was. Ja. Partner. Ein Beschützer! Was ist das? Kleidung? Der Beschützer und ein Schuppenpanzer. Oh, Beschützer! Also, Special, da musst du nochmal. Beschützer klingt ein bisschen komisch. Ja, also für eine Rüstungsteil klingt das echt komisch. Naja. Da kann er schreiben, von mir aus Schutzweste oder irgend sowas, oder? Oh. Ja. Komm, wir brauchen ja, wir haben noch 4 davon verbraucht, oder? Ja. Jawohl. Aber ich glaube, Schutzweste hat er schon irgendwie. Aber irgendwas mit Schutz oder beschützendes. Schoki. Was? Nee, nix. Da. Ja, beschützende Weste oder beschützende irgendwas. Aber ich glaube, das ist weil dann Schutz irgendwas. Beschützen. Ja, oder irgend sowas, genau. Naja. Irgendein Schutzanzug. Der Schutzer. Der Schutz. Schutzanzug. Ja, der ABC-Schutzanzug. Schutzpanzer. Ja, irgendwie sowas. Es geht doch, ne? Schutzpanzer, oder? Ja. Naja, vielleicht gibt es ja auch. Viel Panzer, vielleicht gibt es ja auch irgend so ein heiliges. Oh, einen heiligen Gegenstand. Ja. Der Beschützer heißt. Irgendwas aus der Nibelung vielleicht oder so. Nee, ein Beschützer ist zu allgemein. Naja. Da. So. Wie? So, mal gucken hier. Ist nochmal noch ein anderes Haus. Ah, ich komme nicht hoch. Was ist das? Ah, eine Taverne, das ist ja toll. Guck mal, hier, Ober, ein Bier. Überein. Geh westlich durch die Felder des ewigen Eises und du wirst zu einem Irrgarten aus Eis gelangen. Dort soll sich ein Mana-Stein befinden, von dem König Altena ihre magische Energie erhält. Na dann. Hier, Bier. Ober, hallo. Glühwein. Warte mal, der hat eine Treppe vielleicht. So wie du angezogen bist, ist dir bestimmt kalt. Bleib hier und wärme dich eine Weile auf. Wärme dich eine Weile auf. Ja, mach mal. So, haben uns aufgewärmt, haben was gegessen, haben den Typen da geärgert. So. Wir sind cool, wir wissen Bescheid, wir sollen durch die Steppe. Die Steppe des ewigen Eises. Oh, guck mal, die Bäume, die leuchten. Ja, sind so weihnachtlich geschmückt. Super. Oh, hier gibt's bestimmt Waffen.
Nein, hier gibt's bestimmt keine Waffen. Oh, die Teufelskralle! Das klingt ja wenigstens mal nach einer richtigen Waffe hier. Ja, klingt böse. Das sieht aus wie ein Schraubenzieher. Der Gnadengeber, oh. Schraubenzieher. Sieht ja wie ein Schraubenzieher, aber gut. Der heilige Schraubenzieher. Die Kneipe, das könnte ich auch... Müsste man mal googeln, aber ich kann jetzt da nicht. Naja. Ich habe immer so komische Waffen. Das war schon Waffe holen. Er hält so Amazonenwaffen. Hab ich das jetzt? Antike Waffen. Nee, müsste mal richtig aufdrücken. Jetzt nochmal. Ja, jetzt hast du. Jetzt hat hier noch eine, ne? Jo. Wollen die gleich mal anlegen? Ja. Würde ich sagen. Ist eine Idee, ne? Würde ich auch sagen. Okay, einmal nach links. Ich kann dann gleich speichern irgendwo und dann das ist perfekt. Der Gnadengeber. Das ist so scheiße. Ja, sieht so doof aus. Teufelskralle. Gerade. Das hat sich irgendwie so ein Pokémon-Angriff. Nein. Der Gleibe, das mag mal gehen, denke ich noch. Das halt schon hin, aber. Ja, bestimmt. Gnadengeber. Das könnte man besser. Nee, ich finde den Namen ganz cool. Ich finde den. So, ich nein, gebe dem Gegner die Gnade des Todes. Ja. Hey, wenn du einen Samen in den Topf des Gasthauses pflanzt, wird er sofort wachsen. Toll. Das ist ein Mädchen. Was? Es kommen keine Schiffe mehr? Nö, hast du richtig gehört. Willkommen in Erland, der Eisstadt. Elrand. Ah, Elrand. Elrand. Elrando, okay? Desperando. Indigo. Das ist doch eine Frau. Jeden Tag gibt es mehr und mehr Eisberge. Ich frage mich, wann das nächste Schiff anlegen kann. Das fragen wir uns alle. Wir hatten eine super schöne Schildkröte. Und ja, das war toll. Wir brauchen kein Schiff. Hebel beschließt ja einfach mal für uns alle zu nächtigen. Ist in Ordnung. Kann man machen. Wir können doch speichern. Wir haben doch alles angelegt, oder? Jo. Ja. Man kann auch speichern, ohne zu schlafen. Nee, es ist aber in Ordnung. Wir können ruhig mal schlafen. Außerdem ist dann... Wir können es uns leisten. Wir haben Geld. Wir sind ja reich. Das ist überhaupt so eine Krankheit von vielen, vielen Spielen. Dass die Spieler die unendlich große Tasche haben. So, warte mal. Haben wir jetzt hier noch was mal reinpacken? Nee, Mann. Scheiße. Da ist nix. New You, da gucken wir uns mal noch ein bisschen weiter hier um, ne? Ja. Der Ober ist neu. Die Felder des ewigen Eises sind im Süden, aber dort gibt es derzeit eine Schar von Monstern. Sei vorsichtig, wenn du da hingehst, Alter. Alter, okay. Ah, das kommt jetzt schon wieder. Was, die schon wieder? Blödes, dummes Kind. Oh, cool. Sehr praktisch. Hallo Oma. Oh, ich habe Hunger. Hunger. Ich frage mich, wie viel Oma noch essen muss, bis sie endlich satt ist. Ich glaube, Son Goku hat sich als Oma verkleidet. Ja. Oder der Asterix Obelix, der als Obelix. Ja. Der Oberix. Ob ich mein einziges Kind wohl verzogen habe. Was ist das? Jetzt bin ich gespannt. Mami, schau mal! Oh, ich dachte, jetzt kommt irgendwas so, wo ich bin voll. Das... Ja, hätte ich jetzt auch gedacht, irgendwie, dass da voll ein krasser Spruch kommt, ne? Oh, hi. Was machst du denn? Ich hab die Frau durch die Wand durchgedrückt. Huch. Ja, die Wand durchgedrückt. Und jetzt wollte ich gerade mit dem Kopf durch die Wand. So, sind wir durch das Dorf durch? Sind wir fertig? Ist hier noch was? Ist da? Leuchtende Bäume sind da. Leuchtende Bäume. Gut, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder, wenn wir mit dieser Frau gesprochen haben. Athenas Königreich der Magie liegt westlich von hier, hinter den Feldern des ewigen Eises. Also müssen wir nach unten rechts. Unten links, Mensch. Oh, Eisstadt Elrand. Okay, Leute, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, wenn es wieder heißt. Let's play Secret of Mana 2, der deutschen Übersetzung von den G-Trans. So, schaut mal vorbei auf secretofmana2.de, schaut mal vorbei bei sns-projects.de, schaut mal vorbei auf lompickhunter-lp.de, schaut mal vorbei auf meinem Kanal und schaut mal vorbei bei Facebook und bla 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 bla. Jetzt habe ich genug Werbung gemacht. So. Und beim nächsten Mal werden wir dann sehen, wie wir durch die Eisfelder schlagen. Ja, ich hoffe, dass wir da auch durchkommen. Kampf-Action. Machen eine Schneeballschlacht. Yeah. Ausgezeichnete Idee. Also, okay, macht's gut, bis dahin und tschaußen. Tschüss.